together. Ahoy! So. Hello, hello, hello. Ja, heute machen wir nur einen kleinen Stream, weil ich auf den Spieleabend gehe. Und ja, also bauen wir erstmal einfach nur unseren kleinen Friedhof. Okay, da. So. Okay. Oh Gott, ist das laut. Ups. Ja, so ein bisschen bauen.
Ich hoffe, wir haben jetzt mal bald hier alles freigeschaufelt. Alter, wie groß ist denn das? Alter. Alter Schwede, das wird ja... Boah, wie baue ich das am besten? Okay. Also die Idee ist es jetzt, das von hier oben nach unten ziehen lassen.
Okay. Außenkante entdeckt, die Außenkante. Okay, also nehmen wir das hier als Rand. Nein! Abbruch, Abbruch, Abbruch. Oh oh. Hups. Ups, das war fehlerhaft. Haha, Fehler. Mist. Gott. Ah, verdammt. Aber jetzt habe ich wenigstens genügend Platz hier, um alles freizuschaufeln, ey. Okay, also das bauen wir hier alles weg, dass wir hier eine Kante haben. Das hier ist die Unterkieferkante. Das ist das Gesamtprojekt. Produkt.
So, es gab diese, auf, wie heißen sie noch gleich? Ach, wo sind sie denn? Potato Kerne, nice. So, es gibt so ein Drehteil von Create, wo die langfahren können. Wo ist denn das? Also wir haben einmal das hier, den Cockwell. Backtank. Turntable. Schade. Ich weiß leider nicht, wie das genau heißt. Da konnte man dazwischen und dann konnte er da so lang fahren. War das ein Gantry-Shaft? Ja. Gantry Shaft. Okay, den haben wir. So. Okay, ich würde mal sagen. Oh, wir sollten mal nach den Bienen gucken. Aus dem einfachen Grund nicht, dass wir da. Ich habe nämlich gestern ganz viel reingestopft. Wie vermutet. Mist.
Obwohl die. Oh. Und hier ist alles voll, oder was? Oh, hatte ich. Doch, Lapis hatte ich abgelegt, aber die sind halt alle Hardcore. Oh. Oh. Okay. X-Net. Und noch ein Butler. Nehmen wir noch ein. Oder ne, wir nehmen zwei. Ups. Setzen wir da noch vier Stück ran? Ja, also. Oh, Zentri. Drei Stück. Hehe. Ich hoffe, das wird dann ein wenig besser, aber damit haben wir ja schon mal ordentlich reingebuddert. Hi, ich habe schon wieder Verstopfung. Ja, ich habe hier, die sind leider vollgelaufen, weil die Bottler alle vollgegangen sind. Ja. So. Crafter.
Okay. So. Ja, ich habe jetzt hier Heated als Abführmittel eingebaut. In der Hoffnung, dass jetzt unser überfüllter Input langsam weggeht. Aber das leert sich ja jetzt hier schon langsam. Und ja, ich hoffe, das wird dann. Wollte. Kack. So. Dann ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe aus Versehen ein Loch hier reingebaut und ziemlich viel abgerissen, was ich eigentlich nicht wollte. Wie zum Beispiel das alles hier. Aber das hier läuft noch. So. Aber was ich jetzt plane ist, ich habe hier die hier gefunden. Mit. Wie heißt es gleich noch mit Create? Wollen wir den hier noch bauen? So, wie das hier, Start. So, die Idee, wenn man jetzt hier das hier. Oh, nicht so. Und zwar, dass die Hälfte davon hier drauf sitzt und dann hin und her fahren kann. Das heißt, wir können den hier zur Seite fahren, eine Treppe von unten hochfahren lassen, so dass wir in unseren Bereich hier reinkommen. Und das hier vorher runterfährt, das heißt, das fährt runter und nach links. Jetzt ist die Frage, ob das funktioniert.
dass das dann so hin und her fährt. Wäre eine Idee. Hey. Oh, falsch rum. Wie mache ich das am schlausten? Oh ja. Finde ich auch sehr gut. So. Ich weiß jetzt nicht. Guck mal, wenn man... hier, wo haben wir es denn? Observer nicht. War das Redstone Contact? Ja. So. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen Redstone Contact ranbringe. So. Wo haben wir sie denn? Hier, Redstone Contact. Oh, das können wir nicht so machen. Moment. Das habe ich auch gerade erst gesehen. So. Ups. So. Guck mal, wenn das jetzt... Okay. Kann ich das mit Ender.io? Ender.io. Oder mit einem Redstone-Konduit? Okay, die nehmen wir nicht. Redstone-Konduit.
Cable. Nee. So, es müsste ja eigentlich ein Redstone-Signal ausgeben, wenn ich Receiver. So. Sorry. So. Den Receiver habe ich. Create? Wie hieß das andere Teil? Gearshift? Adjustable. Bin echt gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege. Create. So. Und dann brauchen wir Adjustable Gear Shift, oder? War das eine Klatsch? Nee, eine Klatsch nicht. Dann war das wirklich Gear Shift. Das war doch der, ne? Okay. Ah, oh, ich brauche ein Sequence Gear Shift. Aber ich möchte noch einen Hinweis darauf geben. Ich glaube, ich kriege es auch hin, dass es bei Create zu Explosionen kommt. Also, ist meine Annahme. Ach, das funktioniert nicht. Okay, also, wie machen wir das am geschicktesten?
Piston. Okay, wir brauchen noch einen Motor. So, und ein Bouton. Probieren wir das doch mal aus. Okay. Oh. Point. Nee. Point. Oder das. Dafür, das habe ich ja schon 3 Erfolge mit. Ich habe es 3-mal geschafft, den Server zu crashen. Nö. Oh. Okay, nochmal. Okay, wir nehmen hier Pisten. Await. Pisten und zurück.
Okay, vielleicht sollte ich auf 4 Meter stellen. 1, 2, 3, 4. Okay, das klappt. Jetzt muss das nächste klappen. Das hat nicht geklappt. Okay, Motor können wir... Oh, nice. Okay, das... Aber das funktioniert erstmal so, wie ich das geplant habe. Und jetzt wird man das hier halt... Ups. Ha, wie kann man das am geschicktesten bauen? Nehmen wir nochmal eine Sequence Gear Shift. Und zwar will ich das mal ausprobieren.
holen wir uns den zweiten Bouton. Oh. Okay. Guck mal, das kann ich dann steuern. Dann machen die Kontakt und lösen den aus. Okay, Moment. Oh. Meine Fresse. New glued area. Okay. Okay. Nice. Okay, also. Funktioniert das dann? Okay, das funktioniert. Wieder zurückfahren. Das wäre dann so, der Kiefer öffnet sich. Hehe. Nice. Okay. Also. Gott, wird das kompliziert. Was habe ich mir da ausgedacht? Also, ich könnte es jetzt machen, dass der Kiefer hier oben schließt, also hier oben hängt und einfach nur rüber fährt und dann eine Konstruktion von unten kommt.
So. Okay, wenn wir jetzt den hier entfernen und dort einfach den hier ransetzen. Oh, nee, nicht so. Alles hart kompliziert, würde ich sagen. Oh Gott. Guck mal. Okay. Das ist cool. So. Mit dem Düngbutton. So. Okay. Ja. So. Ich sollte mal wirklich den hier abbauen.
Okay, das haben wir abgebaut. Okay. So. Das hier ist unsere Verkleidung, die wir nehmen. Dann packen wir hier das so. Holy shit, wie. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Und zwar setze ich den Pulli hier oben hin. Also hier wird er dann langgezogen. Also wenn wir die jetzt hier hochbauen und den Kiefer, wir müssen mit denen noch hochkommen, oder? Ja, komm, preisen wir das hier auch noch ab. Alter, das ist. Das zerstört mein gerade meinen Kopf, ey. Square. Okay. Ich
Okay. 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 So. Okay, guck mal, dann passt das. Moin, ein weiter vor? Mist. Oh, nee. Moin erstmal, so. Okay. Ja, habe ich jetzt gemacht. Dann muss ich die hier nur zurücksetzen und dann wäre das ein Block dazwischen oder noch ein weiter nach vorne. Okay, die schwarzen Blöcke, die jetzt hier schweben, die muss ich noch zurückbauen. Aber das wäre dann so. Dann werden die hier echt auf Kante gebaut. Ja.
Auf jeden Fall. Okay. Okay, aber so. Und hier oben. Das hier ist der letzte Block, das heißt, hier geht's lang. Okay, dann. Na, nee, machen wir besser mit einem anderen Block. Nicht, dass ich hier missbaue. So, so. Okay, und dann wird das nach hier gezogen. Also, ich habe jetzt, damit ich nicht dasselbe Problem habe wie du, mache ich das hier über die Redstone Contacts. Das heißt, jede Stufe löst einen Contact aus. Das heißt, sobald der loslegt, kann man hier drücken, was man will. Da passiert dann nichts mehr, weil der hier den nächsten Zug erwartet. Aber da muss ich nochmal gucken, ob ich vielleicht auch einfach sage, dass dann hier drüber... wie heißt es gleich noch? Irgendwas verschoben wird. Das heißt, der wird, das Redstone-Signal wird ausgegeben und schon verschiebt sich irgendwas. Mal gucken. So. Den hier nehmen wir als Endkontakt hierhin. Machen wir das am besten. Okay.
Okay, Bilder. Haben wir noch irgendwo ein Porn? Dimchest? Dimchest, Dimchest. Point. Ja, glaube ich sofort. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, wie ich das am geschicktesten dann anstelle. Aber die Sicherheitsschaltung, das auszulösen, das kann man ja auch irgendwie dann noch anders machen. Mal gucken. Was auch immer er hier gemacht hat. Ich habe mich gerade gewundert, warum 1 bis 24. Von 4 hört sich besser an. Ups. Und fertig. So, weil dann können wir jetzt hier ordentlich testen. Und dann bauen wir hier die, wie heißt es gleich noch? Die Sachen später hin. Die Verkleidung, genau. Und zu dem Thema, wie ich das am besten steuern will, das ist ja zum Glück relativ einfach. Die Signalübertragung machen wir von irgendwo anders aus. Das heißt, wir bauen uns dann einfach noch eine Sicherheitsschaltung davor. Naja, aber du musst ja auch alles wieder rückwärts laufen lassen mit einem Eingangssignal. Und ich will das eigentlich machen, dass du mit einem Knopf, mit einem Button oder einer Funkfernbedienung oder was auch immer, kannst du das auf oder zu machen. Und ich denke mal, dass ich mir hier dann einfach nur eine Hopper-Clock oder sowas baue. Die aber nicht, keine Clock, sondern ein Sicherheitsmechanismus, dass wenn der gedrückt wird und Stufe 1 erreicht wird, muss erst der Sand ablaufen, damit der Pisten auslöst und hier dann wieder die Signalübertragung freigibt. Irgendwie sowas. Den brauchen wir, den brauchen wir. Ups.
So. Der fährt nach hier. Und halbiert den Schädel. Okay. Oh. So, bis hier. Okay, dann machen wir hier jetzt einfach mal das, das und das. Ja, deswegen wollte ich jetzt mal gucken, wie ich das hinkriege. Mal gucken. So, Point. So. Das wird ja echt die Hölle. Muss ich das dann alles so machen?
Jo, danke schön dir auch. Und dann gucke ich mal, wie das alles hinhaut. Okay, ich glaube, ich muss einen größeren Motor bauen. Das nimmt ja so übelst viel Zeit in Anspruch. Das ist ja unglaublich.
Vom vorderen Bereich ist alles komplett weggefrühstückt, sag ich jetzt mal. Da habe ich jetzt komplett aufgeräumt. Und ich habe aus Versehen ein wenig Sachen kaputt gemacht. Iron. Muss ich da einen Point dran setzen? Oh ja. Cool. Ja, ich habe festgestellt, der Motor ist zu schwach. Aber ich habe hier schon getestet, hier aus Versehen ein Loch gebuddelt, was ich gar nicht machen wollte. Aber das ist jetzt hier der Punkt. So sieht das aus. Und ich wollte noch mal eben gucken. Stick. Wie das bei dem Black Skull aussieht. Moment. Ja, das war die Idee. Deswegen habe ich jetzt das hier gemacht. Oh, overcharged. Damit ich die neuen Motoren, entweder den Strong Motor, testen wir den mal. Ist der immer noch zu schwach? Oh Gott. Ja, die Welle dreht aber hier. Nur der hier vorne, will nicht weiter mit.
Das funktioniert ja. Ich vermute, dass das einfach nicht funktioniert. Also, der Plan ist, das ist jetzt hier erstmal nur der Anfang. Der Plan ist es eigentlich, das Ganze relativ einfach zu machen. Ich wollte jetzt erstmal nur die eine Hälfte hier rüberfahren. Aber der Kiefer soll eigentlich nach unten fahren. Und dann zur Seite und dann soll von unten eine Treppe hochkommen, damit man reingehen kann. Und wenn man das wieder schließt, soll die Treppe nach unten fahren, der Kiefer zufahren und dann zugehen. Das war die Idee. Ja, genau. Ich wollte ihn als Ganzes nach unten fahren und dann soll er sich in der Mitte teilen, nach links und rechts, also nach links und rechts wegfahren und dann soll von unten die Treppe kommen. Ach, du meinst, so, hier, dass der dann einfach von hier dann reinfährt. Also, dass das auseinanderzieht und gleichzeitig von hinten die Treppe kommt. Wäre auch noch eine Idee. Ja, das hört sich eigentlich ganz cool an. So.
kann ich irgendwie irgendwas nutzen, damit der, dass ich mehrere Energiequellen zusammenrechnen kann? Ja. Moment, ich prüfe mal was anderes. Create Max Glue Blocks. Also wir haben keine 2312 Blöcke und wir sind nicht 24 Blöcke von weg. Das sind wohl die Begrenzungen. Ich wollte den hier in der Endposition schon mal rausfahren lassen.
wie kriegen wir das noch anders hin? Oh Gott. Stress. Okay, also, dann würde ich mal gerne dieses Stress-Unit bauen, um mal zu gucken, ob wir nicht einfach viel zu viel Stress benötigen. Aber es schwebt ja frei. Oder ist das diese beiden Punkte hier?
Das Einzige, was ich jemals mit Create gemacht habe, ist ein Fahrstuhl. Also, mir hat wirklich diese Info gefehlt. Ja, mit einem gespaltenen Kiefer. Okay. Aber ich glaube, wir sollten auf... Nee, aber das ist genau die Grenze, die ich haben wollte. Weil hier wollte ich eine Mauer bauen. Also wenn wir jetzt zurückfahren, soll hier eine Mauer sein, wo der dann reingezogen wird. So, Transmitter. Das heißt, ich habe da aber eine Idee. Gravel. Wieso habe ich nur 300 Gravel? Okay, das hier ist die Höhe. So, wir sollten aber ganz schnell in die Base. Und hatte ich hier nicht Gravel? Oh nein, ich habe Gravel vergessen. Ja, richtig schlimm.
Oh mein Gott. Ich sollte noch ein paar Query Bees machen. Hey, die kommt später. Chocolate und Digger. Ja, ich habe auch eine AMD-CPU. Gut, dass du das sagst. Ich muss mir das neue BIOS noch runterladen. Wenn es denn schon ein neues gibt. Moment. Weil ich bin jemand, ich guck okay, meins ist das aktuelle BIOS. Weil ich suche alle einmal im Monat ungefähr einen neuen BIOS um so um den Dreh. C. Ja, aktuelle BIOS-Version. Oh, wir sind ja heute lucky. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das Update über das hier ist. Moment. MBD 2. Asus MBD 2. Thank you.
Weil es gab ja diesen AMD Dingenskirchen. Ha. Ja, komisch. Ja, das sollte eigentlich. Eigentlich solltest du da Updates bekommen. Ich weiß aber nicht, ob alle CPUs betroffen waren. Ja, das ist auch mein letztes BIOS. Warte mal. Jetzt bin ich auch interessiert. Also, AMD Ryzen 5700, welchen habe ich denn? Moment. Ryzen 7 8X X3. Ja. Wann wurde das gemeldet? Ich bin auch der Meinung, dass ich das gelesen hatte. Ja, war ich doch auch. Ich war mir sicher, ich hab's erst dann. Ich war mir sicher, ich hab's entweder auf Golem oder Heise gelesen. Ich war natürlich jetzt gerade auf golem.de, aber...
Okay. Okay. Okay, anscheinend. Muss ich noch auf das Update warten? Ich gehe davon aus, dass er auf Klo ist. Das Porzellan wieder gerade biegen oder so was, du. Na? Ich hab den Kiefer gespalten. Und jetzt bin ich hart am Denken, wie wir das hier am besten zusammenkriegen. Ja, sollte man eigentlich.
Moment. Point. Ah, verdammt. So. So. Mein Rücken. So. So. Okay.
Okay. Verschwindet das gerade alles hier im... Oh ja. Oh. Ist das alles? Hä? Ah. Okay. Ja, Bummel. So.
So. Okay. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, muss ich genau andersrum machen. Bis gleich, viel Erfolg.
Ah, okay. Dasselbe Problem habe ich nicht, weil ich, wie gesagt, unter die letzte Version hier liegen habe. Und ich habe hier nochmal geguckt. Das ist die aktuellste. Aber ich lasse die Seite jetzt auch auf und warte. Genau, auf ein Update. So. Guck mal. Die eine Seite haben wir jetzt schon fast fertig. Ups. Hehe. So, das haben. Ah, okay. Haha. Geil.
Das Einzige, woran du denken musst, ist wirklich das Profil wieder anzupassen von deinem Arbeitsspeicher. Weil sonst kriegst du da ja echt Probleme mit. Weil der setzt ja die kompletten Konfigurationen von deinem BIOS zurück. Also ich backuppe immer die Konfiguration und dann spiele ich das Ganze wieder zurück. Ja, genau. Ja, da hast du recht. Bis jetzt hat es immer geklappt, muss ich sagen. So, ich glaube, wir müssen gar nicht so weit rausfahren, wie ich das hier sehe. Würde ich aber, oder habe ich eigentlich auch immer gemacht, also bis auf den CPU habe ich eigentlich immer alles komplett auseinandergeflext. Also blöd gesagt, ne? Also auseinandergenommen und überall neue Pads drauf gemacht und, weil du weißt ja auch zum Teil nicht, wenn du, ich sag jetzt mal, heute ein Board kaufst, ne? Wie lange liegt das denn dann da schon, besonders im Gaming-Bereich, wenn du dann da irgendwie ein 500-Euro Motherboard kaufst und der das Teil liegt da schon, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr, ja, wenn nicht sogar noch länger, ohne dass da irgendwas passiert, dass du dann einfach, dass der Kack eintrocknet oder sowas, ne? Also das riskiere ich dann auch nicht. Sauber. So, jetzt haben wir hier unseren gespaltenen Kiefer. Aber bis jetzt funktioniert das echt gut. Ups, vielleicht nicht das.
irgendwie. Link Controller, den können wir mal später bauen, oder? Und Redstone Link. Brass. Ah, okay. Dann brauchen wir davon noch ein zwei Redstone. Okay, ja. Button. Oh. Hä? Ja, okay, das kriegen wir noch irgendwie anders hin, aber dafür habe ich heute leider keine Zeit mehr. Okay. Dankeschön, Jennifer Carlos 2.
Ja, das ist richtig schlimm geworden, oder? Also, richtig, richtig schlimm, finde ich. Was da an Kohle für Sachen rausgegeben wird, wo du ein besseres Board für weniger Geld bekommst, mit einem Jahr oder 2 Jahren Garantie direkt vom Online-Händler. Nee, da wird da irgendwie gebrauchte Ware bei eBay oder eher bei Geizhals als B-Ware oder was auch immer für einen Heidenpreis rausgehauen. Unglaublich. Ja, und dann die Update-Version, ein und dasselbe Board, nur V2 kriegst du dann irgendwie. Ja, oder Neuware, ne? Aber dein Motherboard in V2 gibt es dann für, also in der zweiten Version für 100 € günstiger. Irgendwie sowas. Also das ist zwischenzeitlich echt katastrophal. Naja. So. Ich mache jetzt den Stream aus. Ich muss gleich los. Und dann haben wir morgen eigentlich mega viel Zeit, um dann diesen Teil hier auch fertig zu machen. Und dann gucken wir mal, wie wir das alles richtig verbinden, dass das eine smooth Operation wird, sodass das nach links und nach rechts auseinanderzieht und dass wir nur einen Knopf drücken müssen, damit was passiert. Und auch wir denselben Knopf wieder drücken, damit das dann zurück und hoch fährt. Irgendwie so kriegen wir das schon hin. Aber euch dann noch einen schönen Abend, einen entspannten Abend. Und dann sehen wir uns morgen. Da muss ich mal gucken. Ich denke mal, der Start wird spontan, weil ich nicht weiß, wie lange ich schlafen werde. Da bin ich ganz ehrlich. Und wie es mir morgen früh geht, da bin ich auch ganz ehrlich. Okay. Euch einen entspannten Abend, viel Spaß noch und ja, bis morgen dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Und eine gute Nacht nachher natürlich.